Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ihr seht's, hier ist die ganze Reihe an Echo-Lautsprechern aufgebaut, die es derzeit so gibt. Und in der Mitte haben wir hier den Echo Sub. Und zwar ist es ein vollkommen neues Gerät, was dazu dienen soll, in Verbindung mit den alten Echo-Geräten für mehr Tiefgang zu sorgen. Zu dem Gerät sind auch schon bereits einige Fragen von euch bei den alten Videos aufgekommen und deswegen möchte ich jetzt hier ein kleines FAQ zum Echo Sub und generell zum Stereo-Modus 1.1 und 2.1 Modus machen und die Fragen hier beantworten. In den vergangenen Tagen ist doch ein bisschen Verwirrung aufgetreten. Was hat es mit dem Echo Sub auf sich? Mit welchen Geräten ist das Gerät kompatibel? Was ist der Stereo-Modus? Was ist der Stereo-Sub-Modus? Was ist der Paar-Modus? Auf jeden Fall hat Amazon hier mit einigen Begriffen um sich geworfen und hier möchte ich einfach mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Wenn man beim Echo Sub auf der Seite bei Amazon ist, dann wird man sofort erkennen, dass dort unten drunter steht, dass das Gerät nur kompatibel ist mit dem Echo Plus der zweiten Generation und mit dem Echo der zweiten Generation. Das ist prinzipiell erstmal richtig und funktioniert vor allem dann, wenn ihr das Ganze im 2.1 Betrieb einrichten möchtet. Das heißt, zwei von dem Echo Plus, also quasi so. Dann habt ihr zwei Lautsprecher hier und den Echo Sub in der Mitte, bedeutet dann im Endeffekt 2.1, zwei Lautsprecher und das Punkt 1 ist der Subwoofer. Genau dasselbe funktioniert auch eben mit dem Echo der zweiten Generation. Ich habe leider gerade nur einen hier, deswegen kann ich das nicht so demonstrieren, aber auch das funktioniert einzig und allein mit den beiden Geräten im 2.1 Betrieb. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten. Das ist ein bisschen schwieriger und auch auf den ersten Blick bei Amazon nicht so direkt zu erkennen, aber deswegen das kleine FAQ. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit, den Sub im 1.1 Betrieb zu betreiben. Das heißt, ihr könnt auch zum Beispiel den Echo Show der zweiten Generation oder den Echo Show der ersten Generation nehmen und das Gerät mit dem Echo Sub koppeln. Dann habt ihr quasi, ich nenne es jetzt mal, einen 1.1 Betrieb. Funktioniert ebenfalls mit einem einzelnen Echo der zweiten Generation oder mit einem einzelnen Echo Plus der zweiten Generation. Also 1.1 Systeme, da gibt es schon wieder viel mehr Möglichkeiten als das, was direkt auf den ersten Blick zu erkennen ist. Dann gibt es noch 2.0, quasi den normalen Stereobetrieb. Einfach, wenn ihr nur zwei Lautsprecher habt und den Subwoofer nicht besitzt. Auch das ist natürlich schon von Vorteil. Und sorgt einfach für mehr Klang, weil ihr halt einen linken und einen rechten Eingang oder Ausgang von der Musik habt. Auch dieser Stereobetrieb ist ebenfalls mit dem Echo der zweiten Generation möglich. Mit dem Echo Dot der dritten Generation ist das auch möglich. Und wenn ich mich gerade nicht irre, auch mit dem Echo Plus der zweiten Generation. Unten verlinke ich euch aber auch nochmal eine einzelne Seite von mir, wo ich das Ganze nochmal schriftlich festgehalten habe. Da ist das Ganze auch nochmal übersichtlicher und logischer aufgebaut. Am besten da einfach nochmal reinschauen. Was gibt es noch Neues zu wissen? Beim Echo Plus der nächsten Generation haben wir nicht nur einen Audio-Ausgang, sondern auch einen Audio-Eingang. Das heißt, wir können auch einfach zum Beispiel den Computer hier anschließen und den Ton vom Computer über den Lautsprecher ausgeben lassen. Das Manko an der Sache ist, selbst wenn ihr das Gerät als 2.1 System mit dem Sub zum Beispiel eingerichtet habt, bekommt ihr den Ton nur über den einzelnen Lautsprecher ausgegeben. Das heißt, egal wie, ob es über Bluetooth oder ob es über AUX ist, ihr bekommt einfach nur, ich sage jetzt mal, Mono ausgegeben. Das ist noch schade, ob sich das noch ändert, kann ich noch nicht sagen. Das müssen wir mal abwarten. Ich hoffe es sehr, weil ich mir persönlich wünschen würde, so ein 2.1-System an Computer anzuschließen. Ja, welche Situationen gibt es noch? Wenn wir zum Beispiel den Sub, zu viele Geräte hier, wenn wir den Sub mit dem Echo Show koppeln, können wir Musik hören und dann wird die Musik auch über den Echo Sub ausgegeben. Machen wir allerdings hier zum Beispiel den Browser auf, starten YouTube und gucken uns über YouTube ein Video an, dann wird der Ton nur über den Echo Show ausgegeben und nicht über den Echo Sub. Auch sehr schade. Gleiches gilt auch momentan noch für Prime Video. Wenn wir uns ein Video angucken, wird der Ton nur über den Echo Show ausgegeben und nicht über den Sub. Das heißt, quasi abschließend können wir sagen, wenn der Sub mit einem Echo Show gekoppelt ist, bekommen wir die Musik nur ausgegeben, wenn wir dementsprechend Musik hören. Also Spotify oder bei TuneIn funktioniert das auch, habe ich vorhin getestet mit Radio. Eine schöne Sache, sollte man aber im Hinterkopf behalten. Ja, ihr seht schon, es gibt super viele Kombinationen und Möglichkeiten und ich hoffe, ich habe alle irgendwie zum Teil
kurz ansprechen können und sorgt hinterher nicht für mehr Verwirrung, als dass es aufklären soll. Ich hoffe, es konnte euch einen Eindruck vermitteln, ein paar Fragen beantworten. Ansonsten könnt ihr sie auch einfach gerne nochmal unten in die Kommentare reinschreiben oder wie gesagt, ich verlinke auf meinen Blogbeitrag, da habe ich das nochmal schriftlich festgehalten, ist nochmal ein bisschen strukturierter und übersichtlicher für euch gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Kanalabonnement natürlich noch viel mehr und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank!